Kapitel 2. Eines konnte ich für Kalifornien schon einmal definitiv festhalten. Jeder hier sah gut aus. Einerseits war das wirklich ätzend, weil meine Narben nur noch mehr herausstachen, wenn alle um mich herum immerzu derart perfekt wirkten. Andererseits aber genoss ich es genauso wie jedes andere Mädchen, Zeit mit süßen Jungs zu verbringen. Und mein gesamtes neues Reha-Team war hinreißend. Das machte die ganze Zeit, die ich mit jedem einzelnen von ihnen verbringen musste, sehr viel angenehmer. Mein Ernährungsberater und mein Krankenpfleger waren beide heiße Typen Anfang 30. Mein Ernährungsberater arbeitete außerdem noch als Personal Trainer. Ich hatte nie viel Sport getrieben, aber wenn ich den Kerl nur ansah, hätte ich mich am liebsten sofort im Fitnessstudio angemeldet. Mein Physiotherapeut war erst 28. Und ließ mir das Wasser im Mund zusammenlaufen. Im Ernst, er sah aus, als gehörte er ins Fernsehen und nicht in mein Wohnzimmer, wo er mich zu Kräftigungsübungen zwang, bis mir zum Heulen zumute war. In den letzten beiden Wochen hatte ich mich beinahe auf meine Physiotherapie-Sitzungen gefreut. Beinahe. Ich keuchte, als mich unerwartet eine Welle des Schmerzes durchzuckte und hielt den Atem an, um nicht aufzuschreien. »Na komm, Ella, nur noch einmal. Ich weiß, dass du das schaffst. Bis ganz runter zu den Schuhspitzen diesmal.« Ich hätte am liebsten losgeweint, berührte aber noch einmal beinahe meine Zehen, weil Daniel mich mit so viel Zutrauen anlächelte, dass ich es nicht über mich brachte, ihn zu enttäuschen. Und ich schwöre, er klimperte mit den Wimpern. Ich streckte meine Finger Richtung Fußboden, dehnte meine neue Haut dort, wo sie am meisten spannte. Mir war klar, dass Physiotherapie anstrengend sein musste. Was einen nicht umbringt, macht einen stärker, im wahrsten Sinne des Wortes. Aber ich konnte meine Finger einfach nicht dazu bringen, bis zu meinen Schuhen zu reichen. Mein gesamter Körper brannte, Tränen stachen mir in den Augen und ich richtete mich wieder auf. Tut mir leid, ich schaff's nicht. Ich habe das Gefühl, dass mein Körper jede Sekunde auseinanderreißt. Daniel runzelte die Stirn, nicht aus Frust oder Enttäuschung, sondern aus Sorge um mich. Seine Mimik allein ließ mich ins Schwärmen geraten. »Du bist am Montag einmal bis zu den Schuhen gekommen. Machst du jeden Tag deine Übungen, so wie wir es besprochen haben?« »Ja, aber ich glaube, meine Haut hasst das kalifornische Klima. Sie hat die ganze Woche gejuckt.« »Lass mal sehen«, verlangte Daniel. Ich hob mein T-Shirt ein wenig an, so dass er meinen Rücken begutachten konnte, und schlug dann die Hosenbeine hoch, um ihm die Haut in meiner Kniekehle zu zeigen. »Warum hast du nicht früher was gesagt? Ich hätte dich nicht so nah dran nehmen sollen. Du kratzt dich nicht daran herum, oder?« »Ich gebe mir Mühe.« »Und direktes Sonnenlicht? Du hast dich nicht auf der Veranda gesonnt, oder? Keine Ausflüge zum Strand?« »Doch, klar«, spöttelte ich. »In aller Öffentlichkeit im Badeanzug herumzuflanieren, steht ganz oben auf meiner To-Do-Liste. Ich habe das Haus nicht verlassen, seit ich hier angekommen bin. Mittlerweile bin ich quasi Vampir.« Daniel wandte den Blick von meiner Haut ab und runzelte wieder die Stirn. Diesmal würde ich Ärger bekommen. »Erstens ist der Strand großartig und du würdest ihn lieben. Nächsten Sommer, wenn deine Haut widerstandsfähiger ist, bringe ich dich persönlich hin. Der süße Daniel, in nichts als Badeschutz? Dafür würde ich die starrenden Blicke auf meine Narben beinahe in Kauf nehmen. Und zweitens, wann kommt dein Pfleger?« »Erst am Montag.« »Das ist zu spät. Deine Haut ist viel zu trocken. Sie muss sich erst noch an das veränderte Klima gewöhnen. Kalifornien ist viel trockener als die Ostküste.« »Da würde mein Haar dir zustimmen.« Daniel lachte und kramte zielstrebig in seinen Rucksack. »Aha! Ich habe also doch welches dabei.« Er zog ein Fläschchen Mineralöl hervor und grinste. »Zieh dich um, dann reibe ich dich damit ein. Deine Mom hat eine Massageliege, oder? Ich glaube, das hat sie erwähnt, als ich das letzte Mal hier war.« Erst als das scherzhafte Lachen aus Daniels Gesicht wich, wurde mir klar, dass ich bei seinen Worten erstarrt war. »Sie ist nicht meine Mom«, sagte ich, auch wenn das gar nicht der Grund war, dass sich plötzlich all meine Eingeweide verknotet hatten. »Und ja, sie hat eine.
Aber du musst das nicht machen. Ich bin sicher, ich halte gut bis Montag durch. Er hatte meine Narben bereits gesehen, aber nur mal hier und da einen Arm oder ein Bein. Das war etwas anderes, als auf einmal Zeuge des ganzen Ausmaßes zu werden. Daniel sah mir direkt in die Augen, als wisse er genau, weshalb ich tatsächlich zögerte. Ella! Seine Stimme war sanft, aber eindringlich. Bis Montag platzt dir die Haut auf, dass du blutest. Wir können nicht riskieren, dass deine Transplantate einreißen. Du willst doch nicht noch einmal operiert werden müssen, oder? Nein, meine Stimme zitterte, während ich versuchte, meine Gefühle unter Kontrolle zu bringen. Wenn du dich mit mir so unwohl fühlst, kann ich Cody anrufen. Oder du kannst einen Elternteil bitten, es zu übernehmen. Aber es muss heute gemacht werden. Als ob ich meinen Dad oder Jennifer das machen lassen würde. Ich hatte es nicht weniger gehasst, meinen Pfleger die Narben zu zeigen, als ich es bei Daniel hassen würde. Also war es unsinnig, ihn zu bitten, Cody anzurufen. Ich holte tief Luft und nickte. Tut mir leid, du hast recht. Ist schon gut, ich gehe mich umziehen. Braves Mädchen! Daniel lächelte mich mit so aufrichtigem Stolz an, dass es mir ein wenig ins Herz schnitt. Du bist eine meiner tapfersten Patientinnen, weißt du das? Ich brachte ein Lachen heraus. Ich wette, das sagst du zu allen. Daniel grinste. Stimmt, aber bei dir meine ich es wirklich ernst. Ich wette, das sagst du auch zu allen. Ich verdrehte die Augen und ging in mein Zimmer, um den gefürchteten Bikini anzuziehen. Bis ich endlich den Mut zusammengekratzt hatte, wieder im Wohnzimmer wieder herauszukommen, hatte Daniel bereits die Massageliege im Wohnzimmer aufgestellt. Ich hielt die Luft an, aber als er aufsah, lächelte er, als sei gar nichts anders. Kein Zögern, nicht eine Sekunde lang, nicht einmal ein Zusammenzucken. Er klopfte einfach mit der Hand auf die Liege. Genau deshalb liebte ich Ärzte. Das Pflegepersonal in der Verbrennungsklinik war ganz genauso gewesen wie Daniel. Für sie war ich einfach ein Mensch wie jeder andere. Während meiner Zeit dort hatte ich es sogar geschafft, mir selbst einzureden, das Leben, das vor mir lag, würde gar nicht so schlimm werden. Auf meinem Flug von Boston nach L.A. hatte ich Schuhe, Hosen und ein langärmliches Oberteil getragen. Die einzigen sichtbaren Narben waren die auf meiner rechten Hand gewesen. Und natürlich war ich ein wenig gehumpelt. Die Leute hatten mich angestarrt wie eine Außerirdische mit drei Köpfen. Sie hatten geflüstert und auf mich gedeutet und waren zusammengezuckt. Ich wollte mir gar nicht ausmalen, wie es sein würde, wenn ich das Haus mit einem Tanktop und kurzer Hose verließe. Ich nahm meinen Mut zusammen und ging zu Daniel hinüber. Aber als ich ins Zimmer kam, sah mich Jennifer. Sie trug gerade ein paar volle Limonadengläser und als ihr Blick auf all meine entblößten Narben fiel, schnappte sie nach Luft und ihre Augen füllten sich mit Tränen. Sie musste die Gläser abstellen und sich setzen. Tut mir leid, flüsterte sie. Rich hat mir erzählt, dass es schlimm ist, aber ich hatte keine Ahnung. Es tut mir so leid, Ella. Sie sah zu mir hoch und zuckte wieder zusammen. Entschuldigt mich, sagte sie und rannte dann geradezu die Treppe hinauf in ihr Zimmer. Ich schloss die Augen und atmete tief durch. Daniel gab mir eine Minute Zeit, mich zu fassen, und nahm dann sanft meine Hand. Soll ich dir hochhelfen? Normalerweise hätte ich es allein versucht, aber diesmal ließ ich mich von ihm auf die Liege heben. Ich legte mich zuerst auf den Bauch. Ich fühlte mich noch nicht bereit, ihn wieder anzusehen. Nicht, nachdem meine Stiefmutter gerade vor mir aus dem Zimmer geflohen war. Keine Ahnung, warum mein Dad für Pflege zu Hause bezahlt, grummelte ich, während Daniel damit begann, meine empfindliche Haut mit Mineralöl zu tränken. Soweit ist die Verbrennungsklinik nicht weg. Ich wäre viel lieber für diesen ganzen Kram dorthin gefahren. Daniel blieb einen Augenblick lang still und sagte dann, ich wünschte, ich könnte dir sagen, dass es besser wird. Es wird nie leicht sein, Ella. Die Leute werden immer auf dich reagieren. Einige schlimmer als andere. Zumindest sind die Stiefhexen nicht zu Hause. Jennifer ist vielleicht taktlos, aber sie versucht zumindest nett zu sein. Hexe 1 und Hexe 2 lassen den Teufel wie ein zahmes Hündchen wirken. Daniel seufzte. Sie ist positiv.
Du wirst immer schnell merken, wer deine echten Freunde sind. Wenn du dich eines Tages mal entschließt zu heiraten und eine Familie zu gründen, dann kannst du dir sicher sein, dass du als Ehemann nur einen Crème de la Crème bekommen wirst. Ich schnaubte, als ob ich auch nur die geringste Chance hätte, dass jetzt noch mal jemand mit mir ausgehen, geschweige denn mich für den Rest seines Lebens am Hals haben wollte. Wag es ja nicht, den Gedanken, dass jemand dich lieben könnte, als lächerlich abzutun, Ella. Umdrehen, forderte er. Als ich mich auf den Rücken rollte, bemühte er sich, ein wütendes Gesicht zu ziehen. Es gelang ihm nicht besonders gut. Du bist clever, witzig und stark. Und du bist wunderschön. Nochmal, du bist mein Therapeut, du musst das sagen. Daniel lachte nicht. Er sah so direkt und ernst auf mich herunter, wie ich ihn noch nie erlebt hatte. Atemberaubend schön, sagte er mit Nachdruck. Du hast Augen, die einen Mann, die in seine Träume verfolgen könnten. Ich wollte einen Scherz machen, aber etwas in Daniels Gesicht hielt mich entschieden zurück, so dass ich nur ein Danke flüsterte und tiefrot anlief. Es gibt Menschen da draußen, die über deine Narben hinwegsehen und das Mädchen im Inneren erkennen werden, sagte Daniel. Aber die findest du nicht, wenn du dich den ganzen Tag lang hier im Haus versteckst. Denk bloß nicht, dass ich das vergessen hätte, Missy. Ich warne dich jetzt. Ich verpetze dich bei Dr. Parrish. Verlass dich drauf. Ich stöhnte. Die Sitzungen bei meiner Psychologin waren beinahe schmerzhafter als meine Physiotherapie. Schau mich nicht so an. Das ist nur zu deinem Besten. Du solltest nicht von morgens bis abends hier im Haus herumsitzen, und das weißt du. So kann es passieren, dass du Rückschritte machst, Ella. Du willst doch nicht, dass deine ganze Arbeit der letzten Monate umsonst gewesen ist. Aber ich mache jeden Tag meine Übungen. Ehrlich, ich schwör's. Das ist nicht das Gleiche. Du musst aktiv sein. Du brauchst Abwechslung in deinen Bewegungsabläufen. Du musst all die Dinge tun, die du vorher getan hast, ohne auch nur darüber nachzudenken. Außerdem wirst du hier drinnen depressiv. Und dann strengst du dich nicht mehr so an. Das lässt mich schlecht dastehen. Und am Ende feuert mich dein Dad. Mag sein, dass du mich loswerden willst, aber ich verspreche dir, dass jeder Ersatztherapeut, den dein Dad für mich findet, dich genauso quälen wird. Bloß wird er dabei nicht so großartig sein wie ich. Da hatte er wohl recht, wenn doch alle anderen nur halb so cool wären wie Daniel. In diesem Moment kam mein Vater ins Zimmer und nahm stillschweigend meine Haut in Augenschein, während Daniel die letzten Stellen einrieb. Seine Brauen senkten sich tief über seine Augen und er machte eine deutende Handbewegung. Warum sieht sie so aus? Er hatte während meiner Zeit im Krankenhaus in Boston schon oft zugesehen, wenn ich eingeschmiert wurde. Deshalb fiel ihm der Unterschied auf. Mein Vater sah Daniel an, also überließ ich es ihm zu antworten. Sie ist das feuchtere Klima in Boston gewohnt. Vielleicht sollten Sie Ihren Krankenpfleger häufiger kommen lassen, bis Ihr Körper genügend Zeit gehabt hat, sich an das Wetter hier anzupassen. Dad nickte. Ich rufe Cody heute noch an. Kann sie in diesem Zustand aus dem Haus gehen? Ich muss mit ihr zur Schule fahren, um sie anzumelden. Grrr, Physiotherapie, eine zu Tränen entsetzte Stiefmutter, trockene Haut, zusätzliche Besuche meines Pflegers. Und soeben war mein Tag auf wundersame Weise direkt noch um einiges schlimmer geworden. Großartig. Daniel, einfühlsam genug, um zu bemerken, wie unhöflich es war, über Menschen zu reden, als seien sie nicht da, während sie in Wirklichkeit direkt neben einem standen, wandte sich zu mir um, als er meinem Vater antwortete. Er zwinkerte mir zu und sagte: Die frische Luft wird dir gut tun. Mein Vater meldete mich an derselben schicken Privatschule an, die auch die Zwillinge besuchten. Mein ganzes bisheriges Wissen über Privatschulen stammte aus Teenie-Filmen, die ich im Fernsehen gesehen hatte. Die Schule rühmte sich ihrer 98-prozentigen Erfolgsquote bei der Studienplatzvermittlung. An meiner Highschool in Boston gab es Metalldetektoren am Eingang und man war stolz darauf, dass gut die Hälfte der Schüler ihren Abschluss schaffte. Als wäre das nicht schlimm genug, verlangte die neue Schule auch noch Schuluniformen. Sie bestanden aus den traditionellen weißen Poloshirts oder Rollkragenpullovern im Winter
und dunkelblauen Faltenrücken. Den ganzen Sommer über hatte ich mich im Haus verkrochen und bei den wenigen Gelegenheiten, zu denen mein Dad und Jennifer mich gezwungen hatten, nach draußen zu gehen, von Kopf bis Fuß verhüllt, und jetzt erwarteten sie von mir, in einem kurzärmeligen Oberteil und knielangem Rock zur Schule zu gehen? Hatten sie keine Ahnung, wie fies Teenager sein konnten? Mein Vater strahlte übers ganze Gesicht, als wir nach unserem Gespräch mit dem Schulleiter wieder ins Auto stiegen. Und? Fragte er. Was meinst du? Bist du schon aufgeregt? Hübsche Schule, oder? Sie war zu hübsch. Die Schule thronte abgeschirmt hinter gigantischen Eisenturm und einem Wachhäuschen auf einer riesigen ausladenden Rasenfläche. Sie bestand aus einer Reihe kleinerer Gebäude, die durch überdachte Bogengänge miteinander verbunden waren und mich an alte Klöster erinnerte. Kaum vorstellbar, dass darin eine Highschool untergebracht war. Während Dad vom Parkplatz fuhr, begann mein Herz zu rasen, so wie ich es inzwischen bereits als Vorzeichen meiner Panikattacken kannte. Ich drehte mich im Sitz komplett zur Seite und packte ihn am Arm. »Dad, bitte zwing mich nicht, dorthin zu gehen!« Meine plötzliche Eindringlichkeit überrumpelte ihn. »Warum? Was ist denn los?« »Überhaupt zur Schule zu gehen wird schon schlimm genug werden. Bitte, bitte, bitte mach es nicht noch schlimmer für mich. Das hier, das ist Wahnsinn. An einer öffentlichen Schule weiß ich zumindest, was auf mich zukommt. Andere Schule gleicher Mist. Die Ärzte haben gesagt, Vertrautes würde mir gut tun. Und das«, ich gestikulierte in Richtung zur Schule hinter uns, »ist nicht vertraut. Das schaffe ich nicht. Zwing mich nicht, dorthin zu gehen.« Meine Panik war zu 100% echt. Aber mein Dad besaß tatsächlich die Dreistigkeit, über mich zu lachen. Er tat meine Angst ab, als sei sie völlig aus der Luft gegriffen. »Sei nicht albern. Das wird prima dort. Du wirst schon sehen.« »Warum kann ich keinen Online-Unterricht nehmen? So könnte ich wahrscheinlich die Zeit aufholen, die ich versäumt habe, und innerhalb von ein paar Wochen meinen Abschluss machen, statt mein komplettes letztes Schuljahr zu wiederholen.« »Du weißt, warum du nicht online lernen kannst. All deine Ärzte haben dir erklärt, wie wichtig es ist, dass du so schnell wie möglich wieder in einen geregelten Alltag zurückfindest. Je länger du dich einigelst, desto schwieriger wird es für dich, je wieder ein normales Leben zu führen.« Das entlockte mir ein Schnauben. »Du glaubst, ich werde je wieder ein normales Leben führen?« »Was soll ich deiner Meinung nach tun, Ella? Ich versuche nur, mich an die Empfehlungen der Ärzte zu halten. Ich versuche, das zu tun, was für dich am besten ist.« Ich hätte am liebsten geschrien. Er hatte nicht die geringste Ahnung, was für mich am besten war. »Schön, kann ich dann wenigstens auf eine öffentliche Schule gehen?« Dieser Vorschlag schien mein Dad zutiefst zu entsetzen. »Warum um alles in der Welt willst du auf eine öffentliche Schule gehen?« »Erstens, keine Uniformen. Und weil die Schüler sich dort entfalten und sie selbst sein dürfen, als eigenständiges Individuum. Dort gibt es viel mehr Freaks. Ich hätte viel bessere Chancen, mich einzufügen.« »Du bist kein Freak!« Ich warf meinem Dad einen ungläubigen Blick zu, in dem eine Herausforderung lag. »Sag das nochmal.« Er tat es nicht. »Selbst wenn ich nicht verkrüppelt und vernarbt wäre, würde ich nicht auf diese Schule gehen wollen. Ich bin nicht wie Jennifers Töchter. Ich gehöre nicht an eine großkotzige, überprivilegierte, schicke, reichen Sprösslingsschule.« »Du bist sehr voreingenommen, Ella. Versuch es wenigstens, bevor du dich entschließt, die Schule zu hassen.« »Aber außerdem schicke ich keine meiner Töchter auf eine öffentliche Schule, wenn ich es mir leisten kann, ihr eine bessere Ausbildung zu bieten.« Das fand ich zutiefst kränkend, zumal ich bisher ausschließlich auf öffentliche Schulen gegangen war. »Letztes Jahr hatte ich das anscheinend noch nicht gestört«, fauchte ich. »Andererseits, ich schätze, letztes Jahr war ich auch nicht wirklich deine Tochter, oder? Genauso wenig wie in all den Jahren davor, in denen ich auf öffentliche Schulen gegangen bin.« Mein Dad erstarrte und seine Miene wurde absolut undurchschaubar.
Daraus konnte ich nur schließen, dass ich ihn entweder richtig fuchsteufelswild gemacht hat oder ernsthaft verletzt hatte. Wahrscheinlich beides. Aber in diesem Moment war mir das egal. Ich war zu wütend. Ich hatte Panik und ich vermisste meine Mom zu sehr, um mich darum zu scheren, was jener Mann dachte, der uns im Stich gelassen hatte. Du bist bereits angemeldet. Ich schicke dich nicht auf eine öffentliche Schule. Ende der Diskussion. Ich klappte den Mund zu, warf mich in meinen Sitz nach hinten und zog es auf der restlichen Heimfahrt vor, stumm aus dem Fenster zu starren. Ende der Diskussion? Schön, meinetwegen. Ende der letzten Diskussion, die wir je geführt hatten.